1933, der Tag, als die Erde bebte, als ich das Licht der Welt erblickte. Und meine Eltern, ja, fesch, da kann ja nur was Fesches draus werden. Ja, und die Großmutter, die eine Abstammung der Sintis war. Hier haben wir auch Großmutter, meine Wenigkeit, meine Mutter und die spanische Fürstin Del Favera. Naja, meine Schule, das ist allerdings ein Thema, über das möchte ich nicht sprechen. Beim Heurigen habe ich mich damals schon richtig wohlgefühlt und mitgezecht. Sportlich im Angelibad in Floridsdorf. Ja, das war was. Und meine Liebe für die Bewegung motorisiert habe ich mich dann später. Ich legte mir einen Roller zu. Buch 500, 5 PS, 125 Kubik. Aber dann kam die Liebe hier, die Horex Regina, mit der ich sehr viele tolle Fahrten gemacht habe. Mit meinem Freund Schneider Franz. Ja, und auch etliche Vorstrafen hat es mir eingebracht. Später legte ich mir einen amerikanischen Straßenkreuzer zu, einen Chevrolet Malibu. Und wurde auch stolzer Yachtbesitzer. Und hier mause ich mich schon zu einem Gentleman. Ja, na gut, Womanizer, wenn man sagt, oder Casanova, glaube ich, war ich wirklich nicht, obwohl es manche behauptet haben. Mr. Casanova, wie fängst du das an? Dass kein schönes Mädchen dir widerstehen kann. Mr. Casanova, ist das nur ein Trick? Warum bist du ein vielgenannter und weltbekannter Verführer? Warum bringt schon dein großer Name bei jeder Dame dir Glück? Wenn man es macht, steht man bald in vielen Memoiren drin. So manche lacht. Aber dann kam sie. Ich war wie vom Blitz getroffen. Und das Lotterleben war ein für alle Mal vorbei. Und ich beschloss, solide zu werden. Ja, zum Teil ist es mir ja auch gelungen. Die Lagune 47 liegt ruhig und geschützt, genau auf 17 Grad und 5 Minuten Nord und 61 Grad 55 Minuten West. Aber wer kennt schon diese Lagune auf Antigua? Weit ab vom Trubel. Diese Zeit in St. John's, English Harbour oder im feudalen St. James Yacht Club der Marmora bei um diese Jahreszeit. Es ist Ende Februar. Meine Chartergäste haben sich auf den Weg gemacht, um Green Island zu erkunden. Es sind Italiener und Österreicher, wozu sie meiner Meinung nach nicht mehr als eine Stunde brauchen werden. Denn größer ist dieser Sandfleck in der Karibik nicht. Es sind aber schon mehr als 2 Stunden unterwegs, was mir eigentlich nur recht ist, denn sie sind mir in den vergangenen Tagen mit ihren Schickimicki-Allüren schon mächtig auf den Wecker gegangen. Und ich bin froh, den Sonnenuntergang mit mir und einer Flasche Jamaika-Rum, den ich am vergangenen Abend im St. James Yacht Club anlässlich eines Rock'n'Roll-Bewerbes gewonnen hat, zu verbringen.
more than this. Den Preis bekam ich nicht, weil ich ein so toller Tänzer bin. Eher, weil ich in dieser Kategorie als einziger mit einer schokoladefarbenen Afro-Mischung daran teilnahm. Starker, süßer Kaffee, mit einem ordentlichen Schuss Rum, meine geliebte Pfeife und Musik aus dem Weltempfänger lullten mich ein. Und in Gedanken drehe ich auf der Kurzwelle die Stationen durch. Plötzlich war ich hellwach. Irgendwie in meinem Dusel hatte ich Radio Austria International in der Kiste. Und über tausende von Kilometern hörte ich eine vertraute Melodie. Und irgendwann bleib ich dann dort, los alles liegen und steh, geh von daheim für immer fort, der Sender kommt und geht. Ich drehe wie verrückt, um die Melodie klar zu bekommen. Zu Hause wäre mir das nie eingefallen. Dann lasse ich das sein und hänge mit geschlossenen Augen der Musik nach und gleite langsam hinüber in eine Zeit, wo alles begonnen hat. November, Ende der 40er Jahre. Der Westbahnhof ist immer noch eine Ruine, aber die ersten Zeichen eines Wiederaufbaus machen sich bemerkbar. Die Gleise, die nach Westen führen, verschwinden schon nach 100 Meter im Nebel. Nur das Schlusslicht des abfahrenden Zuges trotzt noch ein paar Meter dem Dunst, bis es auch von der Trostlosigkeit verschluckt wird. Ein Junge mit knapp 15 Jahren steht am Ende des Bahnsteigs, sieht dem Zug nach und ihm ist zum Heulen. Nicht wegen des Wetters. Um diese Jahreszeit steht er oft hier und schaut den abfahrenden Zügen nach. Nein, er hat einfach Fernweh. Und das schon seit Jahren. Genauer, seit er seinen Vater in der schmucken blauen Marineuniform, mit der er auf Heimaturlaub war, gesehen hatte. Da war er 8 Jahre alt. Seit damals war es für ihn eine beschlossene Sache. Ich werde einmal Matrose, verkündete er all jenen, die einem kleinen Jungen die saublöde Frage nach seinen Berufswünschen stellten. Tja, dieser fromme Wunsch brachte ihm so manche Ohrfeige von seiner Mutter ein. Die und welche Mutter hat nicht das Bedürfnis, ihren Sohn in einer gehobenen Position sehen zu wollen? Du wirst Seeoffizier, bläute sie ihm immer wieder ein. Aber machen Sie das einem kleinen Jungen klar, der in seinen Büchern schmökert und immer nur von den Heldentaten der Seeleute liest. Und Seeleute sind nun mal Matrosen. Offiziere sind keine Leute. Das hat er ihm schon Vater gelernt. Sollte er sich an Kapitäne wie Bloody Morgan oder Captain Bligh von der Bounty halten? Nein, ein richtiger Seemann war ein Matrose. Und dafür steckte er gerne manche Ohrfeige ein. Er dachte an Vater, der, obwohl der Krieg schon lange zu Ende war, immer noch vermisst wurde, aber für ihn ein Held ist, der draußen in der Nordsee nach Minen sucht und der ihm das erste Seemannslied gelehrt hatte. Finster war die Nacht und kein Sternlein lacht, nur ein Matrose hält einsam die Wacht. Plötzlich Stimmen. Hey, Capitano, come va? Der Junge öffnet die Augen. Ist es möglich? Smaragdgrünes Wasser, Palmen, weißer Sand und eine weiche Brise wiegt das Schiff in der Lagune. Ein Blick auf die Rumbuli. Sie ist halb leer. Und ich zurück in der Realität mit meinen Schickimickis in Lay von Green Island. Und ich mache mich zurück vom Wiener Westbahnhof, zurück in die Realität
und in die Vergangenheit. Eine halbe Stunde Marsch entlang der Marie-Hilfer-Straße und schon tauchte der Park auf, in dem das Palais stand, das ich seit 1940 mit meiner Mutter, die dort Hausmeisterin, pardon, in diesen Kreisen nannte man sie Beschließerin, bewohnte. Das Palais Cumberland in der Benzinger Straße war eine stinkfeine Angelegenheit. Während des Krieges die Reichshochschule für Musik und darstellende Kunst. Für mich in der Schule eher kein Renommee, da meine Klassenkameraden meinten, ich wohnte in einem Irrenhaus. Wie konnten diese Bengels denn verstehen, dass die im dazugehörenden Park herumlaufenden, laut deklamierenden Gestalten Schauspielschüler waren, die ihre Rollen lernten? Vielleicht stammt aus dieser Zeit mein etwas gestörtes Verhältnis zum Theater. Einen Vorteil, zu dem ich in einem der nächsten Kapitel kommen werde, hatte dieses Geisterschloss, denn anders konnte man es in einer stürmischen Nacht, wenn die Fenster klapperten und unser treuer Schäfer, Lucy mit Namen, sich unter dem Bett verkroch, wirklich nicht bezeichnen. Ja, und dann sich vor lauter Angst anschiss. Mein Vater hatte Lucy, bevor er auszog, um für Führer, Volk und Vaterland in der Nordsee nach Minen zu suchen, aus dem Tierheim mitgebracht. Denn ein so großes Haus gehört ein Wachhund, meinte er. Und Lucy sah wirklich imposant aus. Nicht ganz ein Jahr alt, kräftig gebaut und mit einem Dackelblick, der meiner Meinung ausschlaggebend war, dass Vater sie aus dem Zwinger genommen hat. Lucy stammte aus einer adeligen Familie, nicht von ihrem Stammbaum her, sondern von ihrer vorangegangenen Besitzerin, einer alten Gräfin, die sich das liebe kleine Wollknäuel als Schoßhündchen hielt und als er sich als richtiger Hund entpuppte, ins Tierheim steckte. Wir waren sofort ein Herz und eine Seele, dolten im Park herum und ich lernte ihr lauter nützliche Sachen wie Pfötchen geben, apportieren, durch einen Reifen springen. Nur bei Fuß wollte sie absolut nicht gehen. Aber Hand aufs Herz, ein wenig Freiheit musste man ihr bei so einer strengen Erziehung schon lassen. Der Winter war für sie die schönste Zeit. Da konnten wir Schlitten fahren. Und Lucy liebte es, auf der Rodel zu sitzen, während ich mich wie ein richtiger Husky ins Geschirr legte. Ein richtiger Wachhund allerdings wurde sie nie. Ich glaube, für eine Scheibe Extrawurst hätte sie die ganze Schauspielschule mitsamt den angehenden Mimen verkauft. In den letzten Kriegstagen wurde Lucy zur Musterung vorgeladen. Ja, damals holte man sich jeden armen Hund. Alle vorgeladenen Hunde standen auf dem Gelände und es wurde ein Böller abgeschossen. Das war vielleicht ein Radau. Die Hunde jaulten fangst und waren kaum zu bändigen. Nur meine Lucy stand ehern wie eine deutsche Eiche. War sie ein Held? Nein, sie war mittlerweile stocktaub geworden. Und ich konnte sie beglückt wieder mitnehmen. Einmal ist sie fremdgegangen. Auf der anderen Seite des Parks wohnte der Schauspieler Rudolf Prag mit seinem Boxer. Der machte wieder Lucy schöne Augen. Und Lucy in ihrer Gutmütigkeit konnte nicht Nein sagen. Der Erfolg? 5 liebe kleine Schäfer mit flacher Schnauze. Alimentationsforderungen hat Rudolf Prag kategorisch abgelehnt. Ja, sie war ein gutmütiges Wesen, nur mich durfte niemand angreifen, da wurde sie richtig böse. Wenn ich von meiner Mutter für meine zahlreichen Schandtaten meine wohlverdiente Tracht Prügel bezog, musste sie Lucy wegsperren. Arme Lucy, verzeih mir in deinem Hundehimmel die Stunden, die du wegen mir unschuldig im Gefängnis verbringen musstest. Diese Weihnacht werde ich nie vergessen. Obwohl ich die Zusammenhänge erst viele Jahre später verstanden und begriffen habe.
Zwei Tage vor Heiligen Abend kam unvermutet Vater auf Urlaub. Es war das zweite Weihnachtsfest. Das erste war 1939, bevor er eingezogen wurde, das ich mit ihm verbringen durfte. Und ich war aus dem Häuschen vor Freude, die jedoch nicht lange währte. Denn morgens am 24. Dezember kam ein Telegramm mit dem Befehl, sich sofort zurückzumelden. Meine Mutter gelang es, den Bahnhofsvorstand am Westbahnhof mit 200 Zigaretten zu überreden, eine Bescheinigung auszustellen, dass an diesem Tag keine Züge nach Westen gehen und die nächste Möglichkeit erst am darauffolgenden Tag, also am Christtag, wäre. So war der heilige Abend mit Vater gerettet. Es sollte der letzte sein. Nach der Bescherung, ich lag schon in meinem Bett, hörte ich in der Küche eine Diskussion, die mir Jahre später die ganze Grausamkeit des Nazi-Regimes vor Augen führte. Was war geschehen? Mein Vater war auf einen Minensucher der Nordatlantikroute eingeteilt. Bei einem Luftangriff kam der Smutje, der auch die Feelingsflak zu bedienen hatte, ums Leben, und das Schiff war ohne Koch. Also suchte der Captain nach einem Freiwilligen. Nachdem sich niemand meldete, wurde nach guter preußischer Tradition ein Mann in die Kümbüse abkommandiert. Die folgenden Tage müssen ein Horror gewesen sein, denn keiner brachte den Fraß hinunter, bis es meinem Vater zu blöd wurde und er sich freiwillig in die Kümbüse meldete. Seine erste Mahlzeit war eine Erdäpfelsuppe und Palatschinken. Captain und Crew waren begeistert, bis auf den Maat, der aus unerklärlichen Gründen die Ostmärker und somit auch den neuen Smutje hasste und infolge das Leben an Bord so schwer als möglich machte. Vater war für seinen ersten Weihnachtsurlaub eingeteilt. Doch kurz vor Antritt kam der Befehl Urlaubssperre und Auslaufen am nächsten Morgen. Für den Abend gab es noch Landgang für die gesamte Besatzung. Also wurden noch die Hafenkneipen von Rotterdam geentert und der Frust mit Geneva und Rum hinuntergespült. In einer der Kneipen kam es zur Katastrophe. Der Maat tönte laut. »Was willst du, Ostmärker, zu Hause? Deine Alte fickt schon lange ein anderer!« Das war zu viel. Und Vater knallte ihm eine auf die preußische Fresse, worauf der zur Pistole griff. Vater war aber schneller und schoss ihm die Waffe aus der Hand. Die Feldgendarmen, so wurde damals die Militärpolizei genannt, führten ihn sofort ab und brachten ihn in das Militärstrafgefängnis von Germersheim, wo er zum Tode verurteilt wurde. Sein Captain, ein hochdekorierter Seeoffizier, verbürgte sich mit seinem Kopf, um ihm doch noch einmal die Familie sehen zu lassen, und so gewährte man ihm den kurzen Weihnachtsurlaub. Doch irgendein sadistisches preußisches Etappenschwein sandte das Telegramm am Morgen des Heiligen Abends. Ja, in dem Gespräch mit meiner Mutter versprach er ihr, auf dem Weg zu seiner Hinrichtung einen erfolglosen Fluchtversuch zu unternehmen. Denn da würde er auf der Flucht erschossen und die Familie wäre abgesichert und bekäme eine Kriegerrente. Das verstanden die Schweine als letzten Heldenmut. Mutter setzte Himmel und Hölle in Bewegung und schrieb ein Gnadengesuch an Adolf Hitler, das gewährt wurde. Und so kam er nach Russland zum Strafbataillon BB 500, wo er auch in Gefangenschaft geriet. Diese beiden Bilder stammen
aus der deutschen Wochenschau. Mutter wurde vom Bekannten drauf aufmerksam gemacht. Geh doch ins Kino, dort läuft die Wochenschau und dann sieht man den Fritz. Mutter ging hin und sah die letzten Bilder von ihrem Mann. Der Filmvorführer wurde bestochen, wieder mit jeder Menge Zigaretten, und er schnitt diese Bilder raus. 1944 bekamen wir die Nachricht von seinem Kompaniechef in Russland, gezeichnet mit Heil Hitler und sogar gebührenfrei. 1949 bekamen wir dann aus Deutschland die Nachricht, dass sich ein ehemaliger Kamerad meines Vaters, der mit ihm in Saboroschje in Gefangenschaft war, und er konnte über das Ende berichten. Jahre später, als wir in Luxemburg lebten, habe ich ihn in der Eifel besucht. Ich läutete an der Tür, er öffnete, wurde blass und dachte, sein verstorbener Kamerad stehe vor ihm. Was mir allerdings zu denken gab, war die Bitte, seinen beiden Söhnen, die gerade ihren Militärdienst in der Bundeswehr absolvieren, auf keinen Fall zu erzählen, dass ihr Vater in einer Strafkompanie war. Das hat mir doch schon zu denken gegeben. Ich weiß zwar nicht, weswegen er in die Strafkompanie kam. Mein Vater jedoch hatte nur die Ehre seiner Frau gegen einen, wie man bei uns sagen würde, Biffke, verteidigt. Viele Jahre später, im Zeitalter des Computers, habe ich gegoogelt, nachgeschaut, wo liegt denn dieses verdammte Saboroschje. Ich habe es gefunden und habe meinen Vater ein Grab gesehen. Vorteil, den dieses alte Gemäuer hatte. Wie alle alten Palais hatte auch das Cumberland ein Kellergewölbe. Und in Zeiten, wo man nicht genau wusste, wann einem eine Bombe aufs Dach fiel, war so ein Keller von einigem Wert. Und er freute sich in der Nachbarschaft großer Beliebtheit. Was die guten Leute aber nicht wissen konnten, war, dass die Schauspielschule auch eine Munitionsfabrik war, und das kam so. Der damalige Direktor, ein Blutordensträger, brachte es fertig, seinen Schülern die Arbeit in einem Rüstungsbetrieb zu ersparen, indem er die Rüstung ganz einfach in die Schule holte. Und so fabrizierten die Studenten Aufschlagzünder für Bomben und hatten nebenbei noch immer Zeit für das Studium. Ich allerdings verbrachte meine zarten Jugendjahre auf einigen hundert Kilo Dynamit. Und die Leute, die sich sicher wähnten, suchten darunter Schutz. Warnen durften wir sie nicht. Darauf stand die Todesstrafe oder Konzentrationslager. Irgendwie wurde die Schule aber doch ausspioniert, denn im August 1944 war der große Angriff auf den Bezirk, der allerdings nur durch den Blindgänger, der den Prunksaal des gegenüberliegenden Schlosses Schönbrunn traf, in die Geschichte einging. Von den 54 Bomben, die im Auerwelsbach-Park einschlugen, und von dem Treffer in einem Schacht des Wienflusses, wo 22 Personen Schutz suchten und zerrissen wurden, redet keiner mehr. Die Teile der Unglücklichen wurden bei uns im Hof zur Identifizierung aufgelegt. Dabei begann alles an einem wunderschönen Sommertag im August. Ich stand vor dem Haus, denn die Vorwarnung gehörte schon zur Routine. Plötzlich sah ich am Himmel jede Menge silberne Punkte, die sich als Flugzeuge erkennen ließen, und dann krachte es schon. Ein Lastwagen bremste, der Fahrer sprang aus dem Wagen und lief zu uns in den Keller.
Als alles vorbei war, suchte er vergeblich seinen Truck. Volltreffer. Aber auch der Krieg ging zu Ende. In den letzten Kriegstagen mussten wir aus der Wohnung. Das Cumberland wurde von der SS besetzt, um die Munition bis zum Endsieg zu verteidigen. Wir hatten Glück und erwischten das letzte Schiff, die Stadt Wien, nach Passau, wo wir mit dem Zug nach Barzham zu meiner Tante, die ein Jahr zuvor ihre Wohnung durch Bomben verloren hatte und nach Niederbayern evakuiert wurde, fuhren. Es waren nette Leute, die uns dort aufnahmen. Meine Mutter arbeitete als Magd von früh bis spät und bezahlte für mich und meine Verpflegung extra, was die braven Bauersleute aber nicht hinderte, auch mich kräftig einzuspannen. So hatte ich eine mehr oder weniger erfolgreiche Karriere als Cowboy, Stallbursche und Mädchen für alles. Der Bauer stieg meiner Mutter kräftig nach, denn er meinte, für die gütige Aufnahme könne sie ruhig auch die Beine breit machen, und ich, als ich von der Sache Wind bekam, verdrosch dafür seinen Sohn. So lebten wir glücklich und zufrieden bis November 1945, wo wir uns wieder auf den Weg in die Heimat machen konnten. Aber ich's vergesse, möchte ich von meiner ersten Begegnung mit den Siegermächten berichten. Ich hatte zwei Freunde, Rolf aus Hamburg und Klaus aus Berlin. Wir waren im wahrsten Sinne des Wortes ein schlagkräftiges Trio. Die Landjugend merkte bald, dass mit uns nicht gut Kirschen essen war, zumal wir einige üblige Tricks auf Lager hatten. So war ein Tritt in die Familienplanung für uns ein durchaus wirksames Mittel, uns von den Bauernlümmeln Respekt zu verschaffen. Diese Kampfesmethode habe ich übrigens meiner Mutter abgeguckt, als ihr unser Bauer einmal allzu heißblütig im Strohschober den Hof machte. Eines Morgens kamen meine Freunde ganz aufgeregt an und riefen: "Die Amis sind da, die Amis sind da!" Für uns das Signal, um auf Erkundung zu gehen. Nicht, dass wir uns gefreut hätten. Wir waren ja alle stramme Hitlerjungen. Und was man uns in der Schule eingebaut hatte, war alles andere als der Katechismus. Und über Gangster und Neger, die kleine Kinder fressen, waren wir nachhaltig aufgeklärt worden. Kurz und gut, wir liefen hinauf in den Wald. Plötzlich auf einer Lichtung stand ein Ungetüm von einem Panzer. Und aus der Luke ragte der Oberkörper eines Menschenfressers. Schwarz wie die Nacht, mit Zähnen, die mit einem Biss meinen Kopf mühelos als Beigabe zu einem ausgiebigen Frühstück verbeißen könnten. Meine Freunde waren nicht so gelähmt wie ich und sind abgehauen. Nur ich am Tropf stand da und konnte mich nicht rühren. Eine Hand, so groß wie eine Kohlenschaufel, warf mir etwas zu. Der Motor hörte auf und der Panzer rasselte davon. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchte, um die Tafel Schokolade, die mir Onkel Tom zugeworfen hatte, aufzuheben. Aber zurück zu meinen Freunden war ich der Held des Tages. Vorher war ich allerdings noch schnell zu Hause, um meine Unterhose zu wechseln. Als wir dann endlich im November 1945 die Heimreise antraten, im Abteil des Zuges, ein bis zum Skelett abgemagertes Stück Elend, es war ein ehemaliger Häftling des KZ Buchenwald, von den Gräueln des Regimes berichtete und Jahre später die Nachricht kam, dass Vater nicht mehr zurückkommen wird, da fing ich an, mir Gedanken zu machen, und von dem strammen Hitlerjugend blieb nichts mehr. Wieder in Wien trat der Familienrat, bestehend aus meiner Mutter und dem letzten ihrer 11 Brüder, der es geschafft hatte, den Krieg zu überleben, zusammen und beschloss, dass es nun an der Zeit sei, mich in einem anständigen Beruf nützlich zu machen. Mein Onkel war Fuhrparkleiter einer renommierten Baufirma, die viele Jahre später auch ohne mein Zutun in den Konkurs ging. In besagter Firma brachte er mich als Maschinist unter. Meine Aufgabe war, es Beton zu mischen, und ob man es glaubt oder nicht, die Häuser stehen heute alle noch. Die Maurer arbeiteten im Akkord und mussten den Helfer mitbezahlen, so machten sie mir das Angebot, die Arbeit des Helfers mitzuübernehmen. Ich füllte den von mir gemischten Beton in die Schubkarren, schleppte Ziegel herbei,
betätigte den Lastenaufzug, soff mit den Maurern kräftig mit und verdiente ein Schweinegeld. Das Wichtigste aber, ich war unter freiem Himmel und war glücklich. Die Freizeit verbrachte ich damit, mein Geld anzulegen. Bergtouren, Skilaufen, Segeln und andere gewinnbringende Aktionen.